Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserer Jahrestagung 2014. Als wissenschaftliches Institut überlegen wir uns immer wieder, was sind wichtige Themen, die wir auf unserer jeweiligen Jahrestagung ansprechen können. Dieses Jahr haben wir geguckt und festgestellt, Verkehr ist eins der wichtigen Themen, der kommenden Themen. Wir kommen deswegen darauf, wir sind ja sehr stark in Energie, Energiedarbietung, Klimaschutz engagiert. Wir sind ein wissenschaftliches Institut, das sehr stark auch naturwissenschaftlich-technisch geprägt ist, aber auch viele Ökonomen hat. Wir haben zunächst mal festgestellt, im Klimaschutz spielt natürlich die Kraftwerk, die Stromfrage eine große Rolle, aber Verkehr ist auch ein erheblicher Sektor, der beeinflusst, ob wir eine nachhaltige Zukunft hinbekommen. Da geht es nicht nur um die Frage Emissionen, das ist natürlich ein früher Ansatz, den man schon vor Jahren gedacht hat. Verkehr ist aber was ganz anderes als reine Technik, denn Verkehr ist eine Infrastruktur für eine Gesellschaft, die muss funktionieren. Verkehr hat dann einfach technische Folgen, hat aber auch Folgen für Ressourcen, hat Folgen für die Lebensqualität. Ich denke nur da an die Lärmbelastung, an die Verunsicherung an vielen Stellen. Sie haben ja Lärmbelastung in der Luft, auf der Schiene, auf der Straße, an vielen fokalen Punkten, die schwierig sind in dieser Gesellschaft. Wir haben aber auch Dinge, der Ressourcenverbrauch im Verkehr, Treibstoff ist die traditionelle Frage. Wir müssen ja schon lange drüber nachdenken, ist genügend konventioneller Treibstoff da? Wir haben heute Möglichkeiten, auch auf andere Treibstoffe nachzudenken, sowohl im elektrischen Sektor als auch alternative brennbare Treibstoffe. Aber wir müssen auch im Verkehrssektor darüber nachdenken, was ist eigentlich das Angebot, die Darbietung, die Notwendigkeiten, die die Gesellschaft fordert. Wir haben hier Verbraucher, wir haben hier Industrie, die Dinge verkaufen will, die Sachen bringen müssen, die Infrastruktur brauchen für ihre eigenen Bedarfe. Eine Industriegesellschaft funktioniert nur mit einer Infrastruktur, die da ist. Wir haben auf der anderen Seite auch hochpolitische Teilsektoren. Man kann mit Verkehrsfragen Wahlen gewinnen, man kann mit Verkehrsfragen auch Wahlen verlieren. Da haben wir ja genügend Beispiele aus der Vergangenheit. Es gibt viele Dinge, wo man auch überlegen muss, wie bekommt man Stakeholder allgemein, wie bekommt man Anwender, wie bekommt man Lieferanten, Hersteller zu einem Verhalten, das den Klimaschutz fördert, im Punkt von den Einflüssen vom Verkehr. Letztendlich müssen wir über Strategien für die Zukunft des Verkehrs nachdenken. Mehr nachdenken als bisher. Viele Dinge sind automatisch gewachsen, sind fortgeschrieben aus der Fortschreibung von Prognosen. Wir sind heute an manchen Grenzen angelangt durch die Menge des Verkehrs, des notwendigen Verkehrs, auch des gewünschten Verkehrs. Wir sind aber auch an Grenzen angelangt, was die Belastungsfähigkeit von Städten betrifft, von Regionen, in denen wichtige Verkehrsträger stattfinden. Wir sind auch betroffen dadurch, dass wir Ressourcenfragen verstärkt stellen müssen. Ressourcen von Materialien her, Ressourcen von Treibstoffen, alle diese Dinge. Beim Öko-Institut sind wir gewöhnt, dass wir mit allen Playern, allen Stakeholdern reden. Deswegen freue ich mich auch,
dass von sehr unterschiedlichen Herkünften hier Teilnehmerinnen und Teilnehmer gekommen sind und interessiert sind an der Diskussion der Fragen. Wir müssen, glaube ich, die Zukunft des Verkehrs neu denken. Das setzt aber erstmal voraus, dass wir verstehen, was sind die Treiber bei den unterschiedlichen Stakeholdern. Und das macht man nicht nur mit Forschung, das macht man auch einfach damit, dass man miteinander redet, dass die unterschiedlichen Stakeholder Foren haben, auf denen sie ihre Sicht austauschen können, nicht nur ihre Sicht, auch ihre Notwendigkeiten. Denn Stakeholder werden sich anders verhalten, wenn Vorgaben da sind, die direkt diametral gegen ihre Interessen laufen, oder wenn Dinge diskutiert werden, die auch aus Sicht des betreffenden Stakeholders Änderungen ermöglichen. Und umsetzbar, das ist unsere langjährige Erfahrung bei all den komplexen Fragen, die heute technisch, politisch, wissenschaftlich in dieser Gesellschaft eine Rolle spielen. Umsetzbar sind nur Dinge, die auch auf Akzeptanz bei den verschiedenen Stakeholdern treffen, die mitdiskutiert sind. Und da geht es nicht nur um die einfachen Bürger, die spielen da eine zentrale Rolle, auch in den Verkehrsfragen. Es spielt aber auch eine Rolle, diejenigen, die als Unternehmen aktiv sind, als Anbieter von Verkehrsleistungen, als Anbieter von Verkehrsmitteln, als Anbieter potenziell neuer Technologien, die hier was nützen, als Anbieter von neuen Angeboten, anders gestrickten Angeboten. Wer hätte gedacht vor 5 Jahren, dass Carsharing jetzt eine ganz andere Rolle spielt? Das war immer eine Nischengeschichte. Also es sind Dinge, wo auch Geschäftsfelder neu aufgemacht werden und wo es auch für bestehende Unternehmen wichtig ist, zu schauen, in welche Richtung gehen Entwicklungen, wo gibt es mögliche Geschäftsfelder. Auf der anderen Seite steht immer Klimaschutz aus unserer Sicht und nachhaltige Entwicklung im Vordergrund. Das heißt, man muss dann auch schauen, welche dieser potenziellen Weiterentwicklungen sind auch verträglich in ihrem Ressourcenverbrauch, in ihrem Verbrauch von Fläche, Verbrauch von Lebensqualität oder Nichtverbrauch von Lebensqualität und eben in ihrer Klimaauswirkung, sprich erstmal CO2, aber Sie wissen ja zum Beispiel aus der Klimaanlagendiskussion in bestimmten Landfahrzeugen, um es mal so auszudrücken, dass auch da Klimagesichtspunkte sehr wohl eine Rolle spielen bei anderen Stoffen, die auch im Verkehr eine Rolle spielen. Ein breites Feld. Deswegen haben wir uns gedacht, dass wir am Anfang dieser Tagung ein Stück weit auch einen Überblick über unsere Arbeiten und Ideen bringen. Das wird mein Kollege Rainer Grieshammer zusammen mit unseren Kollegen Frau Blank und dem Kollegen Hacker machen. Aber es geht um neue Ideen, deswegen haben wir die Tagung organisiert in der Weise, dass wir 6 Workshops haben. Sie kennen es ja aus dem Programm, weil unsere Erfahrung ist, miteinander diskutieren, heftig diskutieren manchmal, aber konstruktiv diskutieren, aus der Sicht der Verbraucher, aus der Sicht der Politik, aus der Sicht der Wissenschaft, aus der Sicht der Industrie, aus der Sicht der Verbände, die ja hier auch zahlreich vertreten sind, aber sehr unterschiedliche Ziele bei ihren jeweiligen Verbänden verfolgen, was alles in der demokratischen Gesellschaft notwendig ist. Aber man muss eben diese Plattform zum Weiterdenken auch bieten, und das wollten wir mit den Workshops. Und Sie sehen an den Themen, dass das viele verschiedene Facetten sind aus unserer Sicht. Wir haben lange darüber diskutiert, welche Facetten wir angucken wollen. Aus unserer Sicht sind die 6 Themen, die wir ausgewählt haben, wichtige
Felder, in denen auch wichtige Entscheidungen treffen, wie weit die Verkehrssituation, die Verkehrsfragen, die Klimaschutzfragen, soweit sie vom Verkehr abhängig sind, weiterentwickelt werden können und auf denen neue Ideen auch zum Umsetzen. Es geht ja nicht nur, dass man so eine schöne Vision aufschreibt, sondern es müssen ja praktikable Ideen sein, die dann auch umsetzungsfähig sind, dass wir solche Ideen da diskutieren können. Und wir haben in der Abschlussphase dann eine Zusammenfassung aus den Arbeitsgruppen, kritisch Hinterfragung. Und wir haben natürlich auch die Podiumsdiskussion am Schluss, bei der wir ja die Frage stellen, was beim Verkehr alles anders sein müsste oder auch nicht, einfach was die Mobilitätspolitik der kommenden Jahre leisten muss. Ich wünsche uns allen eine spannende Tagung mit vielen Diskussionen, hoffentlich auch einigen neuen Erkenntnissen, sonst hätten wir als wissenschaftliches Institut nicht sehr viel Nutzwert gebracht. Aber ich hoffe, dass wir das hinbekommen zusammen mit Ihnen, weil Sie alle ja auch aktive Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind. Die Diskussion bringt Ergebnisse, deklarieren bringt wenig, das wissen wir alle. Also ich hoffe auf einen erfolgreichen und Tag und fruchtvolle Diskussion und viel Spaß dabei. Vielen Dank.